Fast täglich erreichen uns in der Gemäldegalerie Anfragen von Personen aus der ganzen Welt, die im Besitz einer Kopie nach einem Dresdner Galeriebild sind. Zumeist wünschen sie Informationen über den Entstehungszusammenhang ihres Bildes, über die Datierung oder den Maler. In unserem eigenen Bestand befindet sich zum Beispiel die Kopie des wohl berühmtesten Gemäldes der Dresdner Galerie, der Sixtinischen Madonna. Geschaffen wurde sie von Anton Hille im Jahr 1913. Diese Kopie ist eine von vielen, die auf der Rückseite den sogenannten Kopistenstempel aufweisen. Damit kennzeichnet das Museum das Bild als autorisierte Kopie. Auch die Inventarnummer des Originalgemäldes, also im Falle der Sixtinischen Madonna die Nummer 93, sowie die Datierung 1913 sind auf der Rückseite vermerkt. Das Kopieren in der Gemäldegalerie hat eine lange Tradition und war vor allem im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in deutschen und ausländischen Museen übliche Praxis. Kopien wurden mit den unterschiedlichsten Absichten hergestellt. Zum einen waren das Studium und die Nachahmung der alten Meister wesentlicher Bestandteil der akademischen Malerausbildung. Der Kopierunterricht wurde von den Galerieinspektoren geleitet. Viele freie, professionelle Maler wiederum fertigten Kopien im Auftrag von privaten Auftraggebern und Kunsthandlungen an und schufen Grundlagen für grafische Reproduktionen. Und schließlich waren Gelegenheitskopisten, also Maler und Malerinnen, die ihr Einkommen aufbessern wollten, sowie Dilettanten mit mehr oder weniger Geschick in der Galerie anzutreffen. Es ist sicher nicht übertrieben, von einem regelrechten Kopierboom zu sprechen. Kopisten mussten zunächst eine Erlaubnis beim Galeriedirektor einholen. Da die Kopierplätze in der Galerie limitiert waren, wurden die Kopiergesuche streng geprüft. Die Kopierarbeiten fanden dann in den Ausstellungsräumen unter den neugierigen Blicken der Besucher statt. Behinderung der Besucher, das Bewegen und Abnehmen von Gemälden sowie Übertragungstechniken, die Originale in Gefahr brachten, waren strengstens verboten. Die Sixtinische Madonna durfte gar nur in besuchsfreien Zeiten kopiert werden, um den Blick nicht zu verstellen. Die Kopien selbst wurden nach der Fertigstellung von den Inspektoren der Galerie begutachtet. Wurde die Qualität der Bilder als ausreichend eingeschätzt, erhielten sie auf der Rückseite den eingangs erwähnten Kopistenstempel. Im sogenannten Kopistenbuch wurden die Kopiergesuche aufgelistet. Für das Jahr 1912 ist unter der laufenden Nummer 58 das Kopiergesuch von Anton Hille verzeichnet. Insgesamt wurden in jenem Jahr 399 Kopien, davon 5 der Sixtina, angefertigt. Anhand von Kopistenbuch und den sich in unserem Archiv befindlichen Kopiergesuchen sind wir also häufig in der glücklichen Lage, den bei uns Anfragenden Auskunft über ihre Kopien erteilen zu können.